Vorstandsmitglieder in kompletter Mannschaft hier vor mir erscheinen. Alle Vorstandsmitglieder, kommt mal bitte nach vorne. Schnellen, aber fairen Wettkampf eine neue Schützenkönigin ermittelt. Und damit endet auch die Regentschaft des bisherigen Königs. Lieber Rolf, danke für diese gelebte Schützentradition, sage ich dir von ganzem Herzen. Und wir alle durften wunderschöne Stunden, Tage, Monate erleben. Dankt auch deinen Adjutanten und natürlich auch deiner Familie, die dich in allem, wie ich auch am Samstag selber erfahren durfte, in allem unterstützt haben. Du kannst stolz darauf sein. Der Dank gilt aber auch genauso der Bambini-Prinzessin, die hoffentlich schon jetzt zu Hause und vielleicht schon... Wer ist denn noch da? Wo ist sie? Nein, die vom letzten Jahr. Vom letzten Jahr. Die Mona Krämer. Dann unserer Schülerprinzessin, ich sage jetzt mal den vollen Namen, Sophie Marie Behran. Ja. Und unserer Jungschützenprinzessin Alina Behran. Mit ihrem Luca, mit all ihren Begleiterinnen und Begleitern, sowie den zugehörigen Familien, die es ganz besonders auch wichtig sind, dass sie dabei sind, unterstützen und auch immer wieder auch, ja, dabei sind, auch dafür ein herzliches Dankeschön. Und auch ihr habt eure Sache hervorragend gemacht. Und ich denke mal, dass man ein paar Tränen um Ohren hätte. Und wenn das eben auch kein Zeichen für die Zukunft ist, und ich habe es schon am Samstag in der Messe gesagt, wenn man das Bild gesehen hat in der Messe, aber auch bei unserem Umzug hier durch den Ort, wie viele neue Schützenschwestern und Schützenbrüder wir hier in Bliesem haben, ist schon bemerkenswert. Dafür auch nochmal vielen Dank. Ja, auf jeden Fall freue ich mich von ganzem Herzen, liebe Michele, dass du der Bruderschaft nun ein Jahr als Königin vorstehst. Und bedanken möchte ich mich natürlich auch bei allen, ich sag mal, Aspiranten, fünf, glaube ich, an der Zahl, sechs an der Zahl, die heute eben auch auf den Vogel mehr oder weniger geschossen haben, und das ist, denke ich, auch ein Zeichen dafür, dass unsere Bruderschaft lebt. Dafür euch allen auch ein herzliches Dankeschön. Und ich wünsche dir, aber auch allen neuen Majestäten, allen neuen Würdenträger für dieses Regentschaftsjahr eben eine glückliche Hand und vertretet die Bruderschaft, unsere Bruderschaft, mit Stolz und Würde und das verbunden mit Gottes reichem Segen. Ja, und bevor wir gleich zum gemütlichen Teil übergehen, möchte ich nochmal allen gratulieren. Einmal unserer Schützenkönigin, unserer Michaela Horst, dann der Bambini-Prinzessin, der Isabel Schmohl, dann unsere Schülerprinzessin Jule Wolf,
unsere Jugendschützen Prinzessin Liane Horst. Liane? Liane. Ja, ich kann kein Englisch. Liane Horst. Ja, auch auf euch und ich denke mir, genau wie der neuen Schützkin, wünsche ich viel Freude und viel Spaß jetzt für das kommende Jahr. Und da wir eine Bruderschaft sind, möchte ich zum Schluss ein kurzes Gebet halten. Heiliger Sebastian, halte deine schützende Hand über uns, der Bruderschaft, unseren Familien und über alle Menschen in Not und Bedrängnis. Erbitte denen, die unsere Gemeinschaft führen, Weisheit und Einsicht und stärke sie für ihre Aufgaben und begleite unsere neuen Würdenträger durch das kommende Schützenjahr mit Kraft, Mut und Zuversicht. Lass sie unsere Bruderschaft würdig vertreten und schenke ihnen Freude an ihrem Tun. Festige uns in der Treue zu unseren Idealen, auf dass wir unser Leben glaubwürdig gestalten und uns mutig einsetzen für die Verwirklichung unserer Ideale, Glaube, Sitte und Heimat. Heiliger Sebastian, hilf uns, Gott und den Nächsten zu lieben und das Leben zu schützen. Schenke uns Zusammenhalt in dieser Zeit von Hoffnungslosigkeit, Angst, aber auch der Ungewissheit. Und lege beim Vater Fürsprache ein für die Verstorbenen unserer Familien und unserer Bruderschaft. Vielleicht halten wir einen Augenblick Stille, um all an die zu denken, die wir so sehr vermissen. Heiliger Sebastian, begleite uns, damit all unser Tun und Lassen geschieht zur Ehre des dreifaltigen Gottes. Und so segne euch und alle, die euch am Herzen liegen, der gütige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Und blieb doch jetzt hin. Someday I'll share her home. I found a love to carry.